Der Unfall passierte an einem Sonntag. Ich habe die Aufgabe, das gespaltene Holz entgegenzunehmen und in die Holzboxen zu packen. Die Hand geriet dann zwischen Holz und Spalter und wurde dann bis auf eine Hautbrücke durchtrennt, sodass ich die Hand im Handschuh dann festgehalten habe und halt auf die Rettung gewartet habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich im Grunde genommen gesagt, dass jetzt kommt der Punkt, wo du nichts mehr selber für dich tun kannst, sondern jetzt bist du darauf angewiesen, dass richtige Entscheidungen getroffen werden. Und darauf habe ich gehofft. Die Prognose einer solchen Verletzung ist extrem ungünstig. Entscheidend dafür ist, dass das überhaupt gelingen kann, dass man eben sehr schnell ist. Zum Beispiel, dass dort ein Rettungshubschrauber ganz in der Nähe stand, dass der Notarzt, der sofort an den Unfallort kam, sofort wusste, wohin diese Patientin gebracht werden kann, um bestmögliche Bedingungen zu haben. Das heißt, sie kam ungefähr 2 Stunden nach dem Unfall in den OP und 3 Stunden nach dem Unfall war die Durchblutung der Hand wiederhergestellt. Das ist eine bombastisch gute Zeit. Und das war das Entscheidende, was bei Frau Quidde eben anders gelaufen ist als in vielen anderen solchen Fällen, dass alles irgendwie zusammengepasst hat und ineinander gegangen ist. Die Leistung der Ärzte ist, kann es schlecht mit Worten beschreiben, weil sie halt alles dafür getan haben, dass ich meine rechte Hand wieder benutzen kann. Heute geht es mir sehr gut. Ich kann nach einem halben Jahr unwahrscheinlich viele Dinge wieder selber. Auf unserem Hof kann ich schon mich mit dem Obst beschäftigen, kann schon wieder sehr gut ernten, Obst auch verarbeiten und natürlich unsere Haustiere versorgen, die wir hier haben. Ich kann für die Familie Essen soweit schon zubereiten. Ich habe wieder die Möglichkeit, mein Brötchen aufzuschneiden, was ganz Simples. Und da bin ich natürlich unheimlich dankbar und glücklich, dass die Entscheidung damals des Rettungsarztes die richtige war, nämlich genau dorthin zu fliehen. Ich bin ausgesprochen zufrieden. Sie hat ein fantastisches Ergebnis bereits jetzt. Sie hat Gefühl in den Fingern. Sie kann fast vollständig die Faust schließen. Sie kann kraftvoll etwas umgreifen. Die Beweglichkeit im Handgelenk, in den Fingergelenken, das ist alles schon sehr gut. Aber ich bin sicher, dass die Hand noch deutliche Fortschritte machen wird, sodass sie ein praktisch unbeeinträchtigtes Leben führen wird. Der Wille war immer da, mich wieder zurückzukämpfen und wieder alles das tun zu können, was ich vorher natürlich auch schon getan habe.